Im Nachkriegsdeutschland existiert im zerbombten Frankfurt ein legendärer Untergrundclub. Eine Idee von Carlo. Hier wird richtig gejazzt. Tagsüber ist der Keller ein Proberaum und abends verwandelt er sich in eine nicht enden wollende Jam-Session. Die Atmosphäre ist atemberaubend. Musiker aus aller Welt finden hier zu improvisierten Jam-Sessions zusammen. Gagen gibt es nicht, dafür aber reichlich Schnaps. Der Club ist bei den konservativen Älteren als Jazzhölle berüchtigt. Für die jüngeren Musiker ist er ein Ort der Freiheit. Wie Elisabeth Ock zu der Idee gekommen ist, den Film Carlo Keeps Swinging zu produzieren, erzählt sie uns in einem Interview. Ich habe 2008 Anita Hoeneß-Bohlender in der Balalaika in Frankfurt kennengelernt und habe damals eine Wohnung gesucht. Und sie sagte, ja, die Wohnung von meinem verstorbenen Mann am Mainkai ist frei, da könnte ich einziehen. Ja, und dann bin ich quasi in die Wohnung von Carlo Bohlender gezogen. Also ich wusste bis dato nicht, wer Carlo Bohlender ist. Und bin in den Keller und habe dann quasi durch Zufall seinen Nachlass entdeckt. Also sozusagen war es sehr gut, dass nicht ein Putztrupp durchgelaufen ist und alles weggeworfen hat und der Nachwelt ja, uns Carlo Bohlender genommen hat, sodass sie die Möglichkeit hatten, einen Film zu drehen. Wie ist eigentlich diese Idee in Ihnen gewachsen? Also zunächst zum Putztrupp. Die Familie hat einfach den Nachlass da gelagert, weil der sehr umfangreich war. Also das war ein kompletter Keller, gefüllt von oben bis unten mit dem Nachlass. Also beim Öffnen der Türe fielen mir schon die ersten Dokumente entgegen. Das war unglaublich angefüllt mit dem ganzen Material. Und also der erste Moment war erstmal, ich wusste nicht, was ich damit anfangen sollte. Ich war völlig erschlagen von dem Nachlass. Und dann kam halt im Nachhinein, nachdem wir das Material ausgewertet haben, die Idee, dass ein Film daraus entstehen sollte. Also haben Sie sich wahrscheinlich dann auch mit dem Jazzclub in Frankfurt in Verbindung gesetzt und mit den dortigen, die noch lebenden Bekannten von Carlo Bohlender, ob Sie gerne dann auch was dazu sagen wollen? Also ich habe quasi erstmal das ganze Material sortieren müssen. Wir hatten erstmal viele Müllsäcke, die in der Wohnung gelagert haben. Und diese mussten erstmal sortiert werden. Der Nachlass musste, ich musste alles einfach erstmal recherchieren. Und der erste Zeitzeuge, den wir interviewt haben, das war Fritz Rau im Jahr 2009. Und dann kam quasi eins zum anderen durch Recherchen, durch Empfehlungen, hat sich dann der ganze Kreis geschlossen. Wann und wo der Film gezeigt wird, könnt ihr auf der Webseite carlokeepswimming.okfilm.de nachlesen. Auch in der Schweiz wird der Film in ausgewählten Kinos gezeigt werden. Ebenfalls sagte uns das Lichtburg-Kino in Langen, dass im Herbst der Film noch ein weiteres Mal gezeigt wird. Der Film ist ein farbiges Porträt über einen außergewöhnlichen und vielschichtigen Menschen mit Genie, Witz und einem unglaublichen Enthusiasmus, der alle ansteckte. Eine komplizierte und berührende Liebesgeschichte eines für die damalige Zeit sehr ungewöhnlichen Paares. Für Jazzfans ist diese Doku ein Muss. I entered this typical cellar in downtown Frankfurt and discovered an unforeseen treasure of the past. Who is Carlo? That's a very good question. Like a spiritual leader for us. Carlo hat wirklich mein Leben gerettet. Jazz? Ja, was es ist, Jux und Sinn. Es ist ein Hülle, Jazzhülle. This is how I looked when I first came to Germany. I thought I was hot stuff. Ich hab gehört, dass es einen Jazzclub in Frankfurt gibt.
wo viele Jam-Sessions stattfanden, spielt man die Session, macht die Seele frei und spielt. Damals in Ost-Berlin habe ich auch seine Anatomie des Swing gelesen, über die ich, bevor ich ihn kannte, ehrlich gesagt auch ein bisschen gelächelt habe.